Hey Leute, hier ist der Marc und willkommen zurück zu einer Folge von MVP Gameplay. Heute haben wir hier die Tier 5 Fuso am Start und wir schauen mal. Die ist auf jeden Fall komplett ausgebaut, hat alle Erweiterungen drin und Module habe ich mal Zielsystem Mod 1 drin und zusätzlich noch Schadensbegrenzungssystem Mod 2. Als Kapitän nutze ich den Nubotake Kondo. Der verbessert die Tarnung vom Schlachtschiff, was natürlich richtig nice ist. Und als Inspiration haben wir einmal den Andrew Cunningham drin, der quasi die Präzision von dem Schlachtschiff besser macht. Und zusätzlich noch den Otto Xiliax, der erhöht nochmal den AP-Schaden, was auf jeden Fall auch ganz nice ist. So, wir haben bei der Skillung als erstes arbeitsreicher Tag. Das macht einfach die Ladezeit von Schadensbegrenzungsteam runter. Dann haben wir als zweites kreuzweise, dort erhöht sich die Drehgeschwindigkeit der Geschütze. Als drittes haben wir Gesinnungswechsel drin, wobei ich sagen muss, man kann definitiv auch Feuerwehrmann nehmen, auf jeden Fall. Bloß, ich bin halt nicht so der Fan von, wenn das Schadensbegrenzungsteam die Dauer kürzer ist, weil dann kann man halt auch wieder schneller brennen, aber tendenziell, theoretisch nutzt man Gesinnungswechsel eh nicht, von daher könnte man es sogar umsetzen. Ich habe jetzt zwar mit diesem Skill gespielt, aber ich wollte vielleicht sogar den hier nehmen. Als nächstes haben wir hier den Mechanikermeister. Das ist auf jeden Fall richtig nice. Erhöht nochmal die Ladung der Reparaturmannschaft und zusätzlich die Ladezeit und die Menge. Und als letztes haben wir hier als Legendary Skill Wille zum Wiederaufbau. So, und wir sind auch direkt im Gefecht. Wir haben hier wieder Suistar an unserer Seite in ihrer Degrasse. Herrschaftsmodus. Der Plan ist es jetzt erstmal nach A zu fahren, nach außen erstmal und dann von A eventuell nach B rüber zu pushen, würde ich sagen. Und ja, zwei DDs im Gegnerteam, vier Kreuzer, drei Schlachtschiffe. Ist ein ganz nettes Matchup für uns auf jeden Fall. Und die Fuso ist halt auf jeden Fall eine richtig, richtig geile Ballerbude, da kann man wirklich mal die krassesten Salben rausprügeln, das macht halt richtig Spaß. So, sind jetzt hier auch direkt aufgeklärt, ich habe keine Tarnung dabei und hier kommt auch nochmal die Suistar ein bisschen kuscheln und da haben wir direkt eine Fuso entdeckt, die Breitseite dreht, ballern natürlich direkt mit AP rein und schauen wir mal, was dabei rauskommt. Und direkt eine Zita reingehauen. Das waren direkt mit der ersten Salbe fast 30.000 Schaden. Also die Fuso, die hat es auf jeden Fall hart kassiert. Da kommt auf jeden Fall die Retourkutsche. So, wir können aber gleich nochmal eine Salbe rausballern. Aber leider ist sie just in time zugegangen. Da hat sie richtig, richtig Glück gehabt. Weil die ist immer noch Breitseite gefahren. Und hätten wir da rausdrücken können, das hätte die nächste 20-30k Kelle sein können. Vielleicht sogar schon das Ende. Da war sie wirklich glücklich, dass sie halt genau 1-2 Sekunden vorm Reload quasi zugegangen ist. Bisschen schade für uns, aber so ist das manchmal. So, hier geht noch ein gegnerischer Kreuzer auf und die Fuso. Ich aim mal dir auf die Fuso und hoffe einfach, dass ich den Kreuzer mittreffe. Schauen wir mal, was bei rauskommt. Kuscheln da ein bisschen sehr. Bisschen weit nach hinten geaimt vielleicht. Dementsprechend leider auch nur 8000 Schaden gemacht. Ich weiß halt gar nicht, ob ich jetzt den Kreuzer oder ob das Schlachtschiff getroffen habe, aber da hätte mehr bei rauskommen können. So, nächste Salbe. Versuchen wir wieder auf die Fuso zu aimen. Oder nehmen doch jetzt hier den Kreuzer. Weil der Kreuzer beschleunigt gerade und das Schlachtschiff bremst und wir schießen so ziemlich in die Mitte. Treffen jetzt ein bisschen das Schlachtschiff, aber auch nur 6000. Das hätte auf jeden Fall besser sein können. Hätte ich wahrscheinlich auf dem Schlachtschiff besser draufbleiben sollen. Aber gut, nichtsdestotrotz, beide sind schon relativ low. Der Kreuzer hat vielleicht noch 10.000, 15.000 und die Fuso nicht mehr, sagen wir es mal so. Und gleich haben wir nachgeladen. Hauen da jetzt drei Salben auf die Fuso und drei Stück auf die Nürnberg. Und wir hauen direkt die Fuso raus, das war's, First Blood. Schade, dass wir die Königsberg nicht getroffen haben. Wäre schon eine Möglichkeit vielleicht auf einen Doppelschlag gewesen, sag ich mal. Wenn wir lucky gewesen hätten, eine Zita oder so gemacht, dann hätte es direkt ein Doppelschlag werden können. Aber
Lange wird die trotzdem nicht mehr leben, die Königsberg. Auf der anderen Seite haben wir leider auch schon ein Schlachtschiff verloren. Beim C-Cap. Jetzt heißt es, das A-Cap quasi einnehmen. Die Königsberg am besten noch hier rausschießen und dann Richtung B fahren. Ich drehe jetzt direkt auch schon vor den Cap ein. Wäre ich halt straight vielleicht ins Cap reingefahren, hätte ich es vielleicht sogar noch geschafft, ein bisschen mit zu cappen. Aber das ist durch und wir drehen jetzt schon mal quasi Richtung B, dass der Weg halt so kurz wie möglich ist. Königsberg hat jetzt hier auch den Kartenrand erreicht. Wir müssen aufpassen, dass wir uns hier nicht beachen. Nochmal ein Treffer, 2000 Schaden, leider kein Kill. Die hinteren Türme drehen halt noch. Ich glaube nicht, dass wir den Kill kriegen werden. Schiffe auf unserer Seite sind alle relativ noch tutti, außer die Nürnberg, die schon gut was verloren hat. Da kommen jetzt doch nochmal eine Gelegenheit, auf den Kreuzer zu schießen. Aber Suistar sichert hier sich den Kill für unser Team. Sehr schön. So, jetzt Richtung B fahren. Da hinten haben wir auch schon eine Nürnberg gespottet, die B cappen möchte. Hat halt auch kaum noch Leben. Ein, zwei gute Treffer und die ist auf jeden Fall raus. Drehen jetzt auch mit dem Schiff so rein, dass wir schön die Salbe raushauen können. Geht jetzt zwar zu, aber schauen wir mal, ob unsere Salbe das Ziel trotzdem trifft. Getroffen haben wir. Wir haben auch das Cap resettet. Leider hat es nicht für einen Kill gereicht. Aber immerhin. Sind jetzt noch die ganze Zeit leider gespottet durch das Spotting-Flugzeug, was die Königsberg rausgeholt hat. Ich kann euch das auch immer noch empfehlen. Selbst wenn ihr vielleicht gerade hoffnungslos am Verlieren, oder was heißt am Verlieren, aber am Sterben seid. Nutzt eure Verbrauchsmaterialien. Gerade zum Beispiel hier dieser Katapultjäger, der fliegt halt noch quasi nach euren Tod durch die Gegend und spottet gegnerische Schiffe. Das heißt, wenn ihr einen Spotting-Plane rausholt, könnt ihr damit sozusagen die Gegner für euer Team halt aufdecken und sowas kann halt spielentscheidend teilweise sein. Dadurch kann man halt Games gewinnen, definitiv. Haben jetzt auch hier die Nürnberg rausgenommen, natürlich noch so eine Mitleids-Zita gekriegt, die natürlich kaum Schaden gemacht hat, weil sie halt schon fast tot war. Und ja, haben jetzt auch nochmal auf der anderen Seite weitere Schiffe verloren. 6 gegen 6 ist es mittlerweile. Ich habe jetzt mal kurz gecheckt, was die Gegner halt für Zerstörer haben. Das ist eigentlich immer ziemlich nice zu wissen als Schlachtschiff, auf was für Zerstörer man sich halt einstellen muss. Wir haben jetzt hier einen Deutschen und einen Amerikaner. Gerade bei den Japanischen, die sind doch sehr oft sehr stealthy unterwegs. Macht natürlich auch Sinn. Aber wenn du dann als Schlachtschiff natürlich spielst, solltest du das halt am besten vorher wissen, damit man sich das auf Stealth-Torps halt besser einstellen kann. Natürlich können halt auch die Amis oder die Deutschen Stealth-Torpen, aber dort ist halt der Bewegungsraum halt deutlich kleiner, sag ich mal. Und daher immer mal nice, gerade wenn ihr Schlachtschiff fahrt oder selber DD, auch als Kreuzer, eigentlich ist es immer nice zu wissen, was für Zerstörer oder auch was für Schlachtschiffe oder Kreuzer euer Gegnerteam gerade noch hat. Könnt ihr euch immer gut drauf einstellen. So, dann haben wir hier nochmal eine Nürnberg entdeckt. Bremst ganz schön ab. Deswegen ziehen wir relativ wenig nach vorne. Beschleunigt aber, glaube ich, wieder minimal. Ne, bleibt sogar komplett stehen. War aber keine gute Salve, 1000 Schaden. Hätte durchaus eine bessere Salve werden können. Momentan ist noch gar nicht so viel Schaden zusammenbekommen. Wenn man mal die erste Salve, was fast 30k waren, wegrechnet, dann wären wir gerade mal bei 25.000 Schaden. So in den letzten 6 Minuten oder sowas. Von daher schauen wir mal, was noch geht. Wir nehmen jetzt hier auf jeden Fall das B-Cap ein. Dadurch, dass wir halt nicht so weit nah reingefahren sind, kann man halt auch durchaus als Schlachtschiff halt ein bisschen was cappen zumindest. Und hier ist auf jeden Fall jetzt ein bisschen Feinkontakt. Hab jetzt auch schon eine gute Salbe von der Queen Elizabeth kassiert. Versuche natürlich jetzt bei Möglichkeit eine von den beiden Nürnbergs zu deleten. Aber die stellen sich gar nicht mal so schlecht an. Von daher gehen wir jetzt mal auf die Queen Elizabeth, die hier doch ein bisschen Breitseite zeigt. In der Hoffnung, dass wir da nochmal eine gute Kelle rausholen können. Und es wurde auch wieder fast eine 30k Kelle. Halbes Schiff war auf jeden Fall schon mal weg. Sehr schön. In der Zeit haben wir leider noch unseren letzten DD verloren. Das heißt, die gegnerischen zwei DDs können sich jetzt quasi speziell hier um uns kümmern. Natürlich nicht so gut.
Nürnberg dreht breit. Das könnte jetzt ein vernichtender Schlag werden, wenn wir Glück haben. War nicht schlecht. 14.000 Schaden. Eine Zita, 4 normale Hits. Großkaliber haben wir jetzt auch gerade bekommen. 100.000 Schaden haben wir jetzt geknackt. Und ja, da geht uns jetzt quasi die andere Nürnberg auf den Zeiger. So, Suistar hat einmal die andere Nürnberg gefinisht. Hat sich damit auch schon ihren zweiten Kill gesichert. Wir haben ja auch schon zwei, das heißt, alle vier Gegner haben halt wir in der Division gekillt quasi, aktuell. Suistar ist aber leider schon sehr, sehr low. Aber versteckt sich da schön hinter der Insel und sucht ein bisschen Cover. Cappen jetzt das B gerade noch durch. Das wäre natürlich schon mal wichtig. Wir haben schon einen Punktevorteil, trotz identischer Schiffsanzahl, einfach durch die Cap-Punkte. Aber holen uns jetzt auch noch für das Team das B-Cap, was nice ist. Und ja, die Salbe trifft eine Zita hier von der Nürnberg. Nürnberg dadurch wieder auf 1 HP gefühlt runter. Natürlich nicht 1 HP, aber mehr wie 1000 würde ich nicht haben. Die gegnerischen Kreuzer sind in diesem Game wirklich sehr kuschelbedürftig mit den Schlachtschiffen. Schon beim A-Cap, die Fuso mit der Königsberg. Wir versuchen jetzt mit einer Salbe die Nürnberg zu finishen. Und das gelingt auch. Mit den hinteren Geschützen gehen wir quasi auf das Schlachtschiff. So, jetzt haben wir linke Seite, rushen die beiden Zerstörer. Wir haben hier allerdings drei Kreuzer quasi in kurzer Range. Und daher habe ich mich halt auch entschieden, jetzt an Anfang nicht aktiv selber auf die Zerstörer zu schießen. Weil das eigentlich ein Selbstmordkommando ist, was die Zerstörer hier machen. Bei den drei Kreuzern, die wir hier in der Nähe haben. Daher schieße ich jetzt nochmal mit meinen Vordergeschützen auf die Bayern. Da die Bayern jetzt zugeht, werde ich mich natürlich auch jetzt um die Zerstörer kümmern, weil wir kein besseres Ziel mehr haben. Hätten wir die Kreuzer jetzt hier im Rücken nicht gehabt, hätte ich wahrscheinlich früher schon auf die Zerstörer geschossen. Aber ich habe es halt nicht für nötig gehalten. Aber die Zerstörer leben leider zu lange, definitiv. So, Suistar hat aber hier den nächsten Zerstörer gefinisht. Schöne Sache. So, jetzt fahren wir wieder ein Stück vor. Und beachen hier, das war auf jeden Fall nicht beabsichtigt. Da habe ich halt einfach nicht drauf geachtet. Es ist so, wie es ist. Aber es war jetzt nicht sonderlich schlimm. Wir wurden jetzt mit 6k Damage bestraft. Versuchen wir hier noch eben auf die Bayern zu schießen. Leider bleibt das meiste im Berg hängen. Hier kommt jetzt nochmal die Mayhem, die durchgedüst wird. Und ja, wir versuchen natürlich auch nochmal drauf zu schießen, weil wir haben leider jetzt hier schon doch nochmal ein paar Schiffe verloren. So, damit konnten wir uns den 6. Kill hier sichern. Also zwei von... Oder hat Suistar, glaube ich, auch schon 3 Kills. Ich glaube, wir haben das komplette Gegnerteam gekillt, soweit ich das gerade mitgezählt habe. Ich habe auf jeden Fall 4 Kills und mittlerweile schon knapp 130.000 Schaden. So, die Queen zeigt wieder minimal Breitseite, dreht aber auch schon wieder ein, von daher wird die Salbe halt nicht so erfolgreich sein. Wir fahren nochmal wieder ein Stück vor. Diesmal war es schon bewusst, dass ich hier nochmal beache. Einfach aus dem Grund, dass wir halt nicht vorne hier rauspreschen und dann quasi Breitseite zur Queen stehen. Deswegen wollte ich die Insel hier als Cover ein bisschen haben. Das erste Mal war, wie gesagt, nicht so wirklich beabsichtigt, dass wir da gebeacht sind. Diesmal allerdings schon. So, leider haben wir jetzt die Suistar hier verloren. Hat auf jeden Fall auch eine gute Runde gespielt, definitiv. Und jetzt ist es ein 2 gegen 2 Fight. Wir haben die Punkte Vorsprung, das heißt, die Gegner müssen was machen. Die Bayern wird quasi wahrscheinlich unser Schlachtschiff hier pushen, deswegen positionieren wir uns so, dass wir von der Queen nicht beschossen werden können. Aber wenn die Bayern halt zu weit nach vorne fährt, dass wir die quasi in die Breitseite schießen können, um unser anderes Schlachtschiff zu schützen. Und es pusht auf jeden Fall auch schon nach vorne, die Bayern. Immer nice. Schauen wir mal, was die Salbe so sagt. Ah ja, 8000 Schaden waren das auf die Bayern, aber ich sag mal, jeder Schaden auf die Bayern hilft natürlich unserem anderen Schlachtschiff. Und in 10 Sekunden haben wir auch schon wieder nachgeladen. Die Queen sieht auch nicht mehr so gut aus. Von daher müssen wir auf jeden Fall hier bei der Bayern helfen. Zwei Minuten noch zu spielen.
10.000er Salbe jetzt nochmal auf die Bayern. Haben jetzt auch die 150.000 Schaden schon geknackt. Sind jetzt ein bisschen weit nach vorne gerutscht, aber ich will natürlich auch, wie gesagt, weiter auf die Bayern wirken. Und dementsprechend mussten wir jetzt ein bisschen außer Deckung hier fahren. Und wir werden jetzt hoffentlich gleich die Finish-Salbe machen und uns damit auch den Kraken holen. So, Salbe ist raus. Und wir haben uns den fünften Kill gesichert, die Krake. 153.000 Schaden haben wir jetzt hier am Start. Unsere Queen ist sehr, sehr low und hat anscheinend auch noch ein Feuer auf sich. Außerdem haben wir jetzt noch vor uns die gegnerische Queen. Ja, also die hat, glaube ich, sogar ein Doppelfeuer, die Queen, und wird jetzt vielleicht sogar ausbrennen. Das Einzige, was jetzt nicht passieren darf, wir haben halt so viele Punkte Vorsprung, wir dürfen halt jetzt nicht mehr sterben. Das ist halt das Problem, und ich vermute, dass die gegnerische Queen jetzt vielleicht für einen Unentschieden halt für einen Ram gehen will, und das mussten wir auf jeden Fall vermeiden, und dadurch bin ich jetzt quasi eingedreht. Wir mussten zwar Bereitseite zeigen, aber das Risiko war es mir wert, weil wenn ich weitergefahren wäre, wäre ein Ram quasi wahrscheinlich gewesen, und wir haben die Breitseite halt auch gut überlebt, muss ich dazu sagen. Und versuchen jetzt einfach die 40 Sekunden noch zu überleben, um für unser Team quasi den Sieg zu holen. Wir hätten natürlich unser Schaden und alles noch maximieren können. Ich hätte halt auch für einen Ram gehen können, oder ich hätte halt versuchen können, quasi so einen Drive-Thru zu machen, quasi die Geschütze zur Seite ausrichten und dann versuchen, beim Vorbeifahren quasi die Queen zu zittern. Aber das Risiko war meiner Meinung nach zu hoch, und ich wollte halt einfach, dass unser Team quasi gewinnt und nicht, dass meine Stats halt noch besser sind, dass mein Schaden noch höher ist. Also ich hätte wahrscheinlich die 180.000 Schaden, hätte ich gewollt, auf jeden Fall machen können, wenn ich auf den Ram gegangen wäre, aber dann hätte es, glaube ich, ein Unentschieden gewesen. Und so, ja, gewinnen wir wenigstens für das Team, würde ich sagen. So, hier einmal nochmal das Endergebnis. 300.000 Credits haben wir hier mit Tefuso gemacht. Keine Credit Boost oder sowas waren drauf, also wirklich, ganz nette Runde, fast 160.000 Schaden, 90 Zieltreffer, 5 Schiffe zerstört, ein Brand gemacht. Das müsste eigentlich ein Secondary-Brand gewesen sein. Ich habe meiner Meinung nach in der Runde nicht mit HE geschossen. 5 Zitertreffer, 4-mal das Cap verteidigt, einmal die Eroberung unterstützt und dann nochmal 30 Secondary-Treffer. Und wir haben einmal die Auszeichnung Erstes Blut, Krake freigelassen und Großkaliber bekommen. Und hier einmal nochmal das Teamergebnis. Also wir haben hier wirklich in der Division zusammen alle Kills gemacht. Also das war wirklich schon ein ziemlich harter Carry in unserer Division, würde ich mal behaupten. 3000 Base XP, ein bisschen über, haben wir gekriegt, 5 Kills. Und die gegnerische Queen hat auf jeden Fall auch gut gespielt. Hat da auf jeden Fall Großkaliber, 3 Kills. Die darf sich auf jeden Fall auch nicht verstecken. Und ja, war auf jeden Fall eine nette Runde. Ich freue mich, dass ihr so weit geschaut habt. Lasst auf jeden Fall ein Like da, ich würde mich freuen. Ein Abo wäre natürlich noch geiler. Oder guckt auf Twitch vorbei, ich würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein. Ciao, ciao.